Das bin ich. Warum ich auf die Idee gekommen bin, das zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Aber eines weiß ich. So übel wie an diesem Wochenende war mir noch nie in meinem Leben. Festgeschnallt auf einem GeForce-Trainer mit der Modellnummer 2 wurde unser Körper immer schneller im Kreis gedreht, bis wir ein Mehrfaches unseres eigenen Körpergewichtes ausgesetzt waren. Um dabei nicht das Bewusstsein zu verlieren, lernten wir eine spezielle Pressartentechnik, die es uns erlaubt, das Blut dahin zu bekommen, wo es hingehört, in unseren Kopf. Die Geräusche, die wir dabei machten, erinnerten eher an einen Geburtshilfekurs, denn an eine wichtige Lektion zum Thema plötzlich auftretende Gehkräfte beim Gleitschirmfliegen. Manche nannten es auch den Hechelkurs der Chiemgauer Alpen. Jedes Mal, wenn wir die Übung wiederholten, konnten wir besser, konnten wir mehr und mehr Gs ertragen. Schnell einatmen, langsam ausatmen und dabei alles anspannen. Das hört sich einfach an und macht nach einer Weile auch wirklich Spaß. Aber das Wichtigste war, es hat geholfen. Denn wenn man aufgehört hatte zu atmen, hat man das sofort gespürt. Bis zu 5G habe ich noch an diesem Tag geschafft und dank der gelernten Techniken keinen Blackout erlebt. Die nächste Steilspirale werde ich wohl etwas entspannter angehen können. Und ob ich den Kurs nochmal machen würde? Vielleicht. Naja, nur wenn mein Magen zustimmt. Ui, geht's dich. Boah, ich hab genau hab ich auf einmal gemerkt, da wurde es und dann habe ich stärker gemacht, wie du gesagt hast, und dann hat sich wieder beruhigt. Ist es wieder aufgegangen? Dann ist er wieder weggegangen. Ja. Genau, super. Das ist jetzt perfekt. Hast du die Zunge gegen die Gaumen, dann machst du dieses Zischgeräusch, dieses.